Hallo zu einer neuen Ausgabe der UV-Video-Wochenschau. Der neue Rewe in Eute soll im Frühjahr 2018 öffnen. Wenn der Vechter Stadtrat dem Projekt zustimmt, beginnen die Bauarbeiten im Sommer 2017. Die Planungen für diesen Supermarkt laufen mittlerweile schon seit 3 Jahren. Die Gemeinde Goldenstedt hatte zunächst gegen das Projekt geklagt. Und in Lohne herrscht Unzufriedenheit mit dem gelben Sack. Im Bauausschuss wird deshalb überlegt, bei der Entsorgung auf die gelbe Tonne umzustellen. Ein solcher Schritt kann aber nur vom Landkreis und der Abfallwirtschaftsgesellschaft vorgenommen werden. Weitere Infos zu diesen Themen gibt es in der Freitagsausgabe der Oldenburgischen Volkszeitung. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Seit heute gibt es unseren Video-Adventskalender. Also es wird bis zum 24.12. jeden Tag ein Video geben und in diesem wird im wahrsten Sinne eine Tür geöffnet. Die Clips findet ihr auf unserer Homepage www.oldenburgische-volkszeitung.de, auf unserem YouTube-Kanal, auf unserer Facebook-Seite und auch im Fernsehen auf Regio TV. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Moin. Hallo Herr Niewuhs. Das ist unser neuer Q2, den haben wir am Wochenende vorgestellt. Ist ein ganz neues Segment im SUV-Bereich. Das Fahrzeug ist etwas höher. Hier haben wir einen 1,4 Liter TFSI-Motor mit 150 PS als S-Tronic Automatik ausgestattet. Und den dürfen Sie jetzt gerne einmal Probe fahren. Sehr schön, danke schön. Ich gebe Ihnen den Schlüssel, wünsche Ihnen viel Spaß und gute Fahrt mit dem Fahrzeug. Am Samstag tritt im Gulfhaus Vechter die U2 Tribute Band U2 Experience auf. Einlass ist um 20 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. Und am Sonntag lädt die Akrobatikabteilung von Blau-Weiß-Lohne wieder zum Benefiz Flugkraft Cup ein. Beginn ist um 15.30 Uhr in der Turnhalle Adenauer Ring. Der Erlös kommt dabei krebskranken Kindern zugute. Weitere Infos zu diesem Projekt findet ihr im Internet auf www.flugkraft.de.